Gott. Ich will euch meine aufgebrauchten Sachen von Mai zeigen. Sorry, wenn ich jetzt wieder im selben Oberteil da hocke, aber ich habe mir gedacht, ich nutze das aus, wenn ich jetzt schon mal so einen Redefluss habe und drehe ein paar Videos vor. Ja. Es ist eh, glaube ich, das letzte Vortritt. Wenn euch das jetzt interessiert, falls euch die Klamotten und die Haare und das Make-up und so langweilt, fangen wir am besten gleich mal an. Ich habe meine Reinigungstücher von Cadeavera aufgebraucht, die Avocado. Eine Packung habe ich ja jetzt noch, durch das Haul-Video weiß ich das, Gott sei Dank. Ja, bin ich auch froh darüber, dass ich exakt noch eine Packung habe, weil ich fand die eigentlich gar nicht so schlecht. Dann habe ich endlich aufgebraucht mein Haarspray. Der ist so groß, den kann ich euch gar nicht mal richtig zeigen. Ich liebe den L'Oreal Haarspray und ich benutze auch nur den. Und bei mir hält der so lange. Ich glaube, ich habe den meistens dann über ein Jahr oder so, weil ich habe halt wenig Haare und da brauche ich halt nicht so viel. Und meistens benutze ich ihn auch, wenn ich die Extensions reintue und so. Aber ich komme halt extrem, extrem lang damit aus, weil da sind halt 300 Milliliter drin und für mich ist das relativ viel. Aber ich liebe den und ich habe mir den auch nachgekauft. Ich glaube, die Variante gibt es nicht mehr mit dem blauen Streifen. Ich glaube, dieser extra starke Halt hat jetzt einen anderen Streifen, aber ich habe mir den auch nachgekauft. Dann nach langer Zeit ist mal wieder mein Trockenshampoo leer geworden und ich habe noch so viele Backups davon. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist dieser Sweetie, den ich ja so liebe. Ja, ich habe noch ganz viele Backups. Und bevor die nicht leer sind, kaufe ich mir auch kein anderes dabei. Deswegen wird es noch sehr anstrengend werden, die leer zu machen. Dann habe ich meine liebe Lieblingsseife auch gebraucht, damit ich es rauskriege. Das ist die Pfirsichseife. Ich habe jetzt noch ein Backup, aber dann habe ich keins mehr, weil ich kriege sie auch leider nicht mehr, weil die gibt es nicht mehr, leider. Und ich liebe aber diese Seife. Das war die einzige von der VO, die was wirklich gut riecht. Ja, die war ja natürlich wieder Limited Edition, was ja nichts Neues ist. Aber es gibt andere Limited Editions und die werde ich mir demnächst holen. Weil ich habe durch mein Haul-Video gesehen, dass ich keine Seifen mehr habe. Ich habe alle Seifen-Dinge, die ich mir gekauft habe, vor kurzem aufgebraucht. Nice, freut mich. Ja, dann habe ich ein Duschgel leer gemacht und das hatte ich so lange in meiner Dusche stehen. Ich glaube, viele können sich gar nicht mehr an das erinnern, diese Soap and Glory Sachen. Ich habe die so lange. Ich habe auch noch die Bodylotion und ich hatte da mal ein Peeling oder so auch davon. Ja, es war gut, aber ich bin froh, dass es leer ist. Weil ich habe noch ganz viele Sachen, die ich unbedingt aufbrauchen will. Und ich muss die Bodybutter davon aufbrauchen, obwohl ich die Bodybutter extrem gern verwende. Aber das waren 500 Milliliter von dem Duschgel. Und der Seifen, also dieser Pumpspender da oben, hat nicht mehr funktioniert. Weil das Ding halt schon extrem alt ist. Ich musste alles immer rauskippen und das war extrem mühsam. Und ja, und die Sachen gibt es ja sowieso nicht mehr. Die kriegt man, glaube ich, jetzt nur noch online oder so. Oh, sehr spannend. Ich habe wieder Wattepads aufgebraucht. Diese großen von Müller. Dann habe ich Tuchmasken aufgebraucht. Zwei gleich. Einmal habe ich die von, die habe ich mal von meiner Cousine bekommen, wird jetzt von einer Freundin geschenkt bekommen. Und sie ist halt kein Tuchmasken-Fan. Das war von Isana. Weil die hat ihre Freundin hier aus Deutschland mitgebracht. Und die hat sie mir geschenkt. Und ich war extrem happy drüber. Die hat so Druckstellen-Dinger gehabt. Ja, sie war okay. Sie war okay. Ich komme sowieso nicht dran und ich weiß nicht, ob es die noch gibt, weil da steht auch Limited Edition dran. Ich glaube nicht, dass die noch gibt, aber ja. Fand ich jetzt nicht so schlecht. Ich komme nicht so an die Rossmann-Sachen leider ran. Leider. Dann habe ich eine Tuchmaske mit Honig, Manuka-Honig aufgebraucht. So sieht die aus. Die fand ich aber, glaube ich, nicht so gut. Die fand ich, glaube ich, nicht so gut. Aber ich habe, wie gesagt, noch extrem viele Tuchmasken, die ich endlich mal aufbrauchen sollte. Und ich habe sogar noch eine Tuchmaske aufgebraucht. Und von der war ich auch so enttäuscht, weil da fand ich die Verpackung so mega schön. Das ist mit so einem Cupcake gewesen. Und ich glaube, man sieht gar nicht, wie die ausgeschaut hat da oben. Die hat nämlich so Pferdchen oben gehabt oder so. Also die war aber jetzt ehrlich gesagt sehr enttäuschend. Die war wirklich sehr enttäuschend. Und ich muss schauen, dass ich jetzt brav meine Tuchmasken aufbrauche, weil ich sehe gerade, die hat sogar ein Ablaufdatum gehabt. Und jetzt muss ich mir dringend die anderen anschauen, dass ich die auch bald verwende. Aber ich bin eh schon braver, was Tuchmasken betrifft. Ich meine, im Mai habe ich 3 aufgebraucht und das heißt schon was. Das heißt, ich muss Gas geben. Dann habe ich die Melone Creme Gel Maske aufgebraucht. Die fand ich ja so gut. Ich bin so traurig, dass die leer ist. Ich glaube, ich habe auch gar keine mehr. Da bin ich extrem traurig. Aber es gibt ja Gott sei Dank wieder eine Melone-Maske, die ich mir extrem bunkern muss, wo ich jetzt mir gerade aufgefallen ist, die euch gar nicht im Haul-Video gezeigt habe. Ich habe mir die gekauft und ich finde die nicht mehr. Das ist mal wieder typisch Shay. Ich habe mir welche gekauft, aber ich weiß nicht mehr, wo ich die hin dann habe. Peinlich, peinlich. Aber ich muss die suchen.
So, dann habe ich die Drama Baby Cadea Vera Maske aufgebraucht, die es ja schon ewig nicht mehr gibt. Das war auch einmal ein Backup. Ja, die war okay. Aber wie gesagt, die gibt es nicht mehr. Also kann man auch nicht mehr groß darüber reden. So wie über die. Die gibt es ja leider auch nicht mehr. Ich habe aber noch viele Backups, Gott sei Dank. Das ist diese Macaron-Maske von Cadea Vera. Ich liebe die. Und wenn es die noch geben würde, würde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen. Aber ich habe die ja Gott sei Dank gebunkert. Ist ja nicht so. Dann habe ich einen Duschschaum aufgebraucht, der urklebrig ist. Keine Ahnung warum. Von einer Marke, die heißt Zoela, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist der Banane-Duschschaum gewesen. Der ging extrem schnell leider leer. Leider, ich habe den so geliebt. Aber ich habe noch ein Backup. Ich habe mich geärgert, dass ich den anderen nicht auch gekauft habe. Weil der ist so gut gewesen. Der hat so geil nach Banane gerochen. Vielen wäre da viel zu künstlich, aber ich habe das geliebt. Ich stehe auf so einen Scheiß. Ich fand das extrem gut und den gibt es leider nicht mehr. Glaube ich. Weil beim Tiki Max gehen die Sachen ja immer wieder raus. Das erinnert mich auch an irgendeine Süßigkeit, die ich als Kind gegessen habe. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, was es ist. Aber es erinnert mich extrem an meine Kindheit, den Duft. Deswegen mag ich den vielleicht so gern. Da ist ein Riesenvogel vorbeigeflogen. Ich wollte gerade nur wissen, was das von da ist. Ja, ich habe Gott sei Dank noch ein Backup. Ich werde mir das aber noch aufheben, weil ich habe noch ein Body Sobe und so von Body Shop, was Banane ist. Und das werde ich dann in Kombi verwenden. Auf das freue ich mich schon. Ja, Bananesachen gibt es eindeutig viel zu wenig. Deswegen finde ich das ein bisschen schade. Dann habe ich aufgebraucht mein Fußdeo. Beziehungsweise, oh ja, es ist ein Fußdeo. Das war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber das gibt, das ist so steinalt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe noch so viele Fuß- und Schuhdeos. Ja, weil ich halt immer in der Arbeit gehört habe, meine Füße stinken. Und deswegen habe ich halt so viele Sachen gekauft und die dann nicht mehr verwendet. Aber ich versuche jetzt kleinweise ein paar Sachen aufzubrauchen. Und das ging nicht so schnell leer, wie ich dachte, aber es war auch extrem gut. Nur gibt es das leider nicht mehr. So hat früher die Eigenmarke von Müller ausgeschaut. Seht ihr das? Da steht auch Cadea Vera drauf und das ist das Müller-Zeichen oben. Das ist so alt, das Ding. Das ist wirklich so alt. Ja. Aber es war nicht schlecht. Dann habe ich nochmal Wattepads aufgebracht. Eine Duftprobe von Terry Mugler Aura und ich mag den Duft überhaupt nicht. Ich finde das schade, weil ich mag die Flasche von dem so gern. Ich finde die Flasche so wunderschön von dem Duft, aber der passt einfach nicht zu mir. Und das war auch noch das Eau de Toilette und nicht mal das hat bei mir passt. Deswegen, ich würde mir die Aura-Düfte nie kaufen. Ich würde mir generell Mugler-Düfte niemals kaufen. Ich habe einen und den gibt es aber nicht mehr. Und das war, glaube ich, der einzige, den ich tragen konnte. Und ja. Also diese Mugler-Düfte würde ich mir persönlich nicht kaufen. Dann habe ich eine CC-Creme aufgebraucht von Eucerin in Hell. Ich glaube, die war mir aber viel zu dunkel. Ich musste die mit was mischen, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber ich würde mir die auch ehrlich gesagt nicht kaufen. Wie gesagt, ich habe auch genug Make-up. Ich brauche mir ganz lange nichts mehr kaufen. Noch eine Maske von Balea. Ich liebe ja die Balea-Masken. Und die war auch so ein Kandidat, den habe ich extrem geliebt. Und die gibt es auch nicht mehr. Das war diese Ananas und Kokos. Die war so gut. Und ich glaube, ich habe nicht einmal mehr ein Backup leider, weil die fand ich extrem gut. Und die Verpackung war auch wunderschön. Also, ja. Es ist immer wieder dasselbe, oder? Meistens werden immer nur die guten Sachen aufgelassen. Ich hasse das. Jedes Mal habe ich ein Make-up-Ränder, wenn ich nicht gerade in meinen Nägel bicken. So. Dann habe ich ein Peeling aufgebraucht. Das war dieses Duschpeeling Calm Coco, was ich ja urliebe. Ihr wisst ja, ich stehe auf dieses Kaffee- und Kokoszeug voll. Und das habe ich auch, glaube ich, noch als Backup. Ich muss mir jetzt endlich mal im Pro treten und die Badewanne mit meinen Peelings auffüllen. Jedes Mal vergesse ich. Ich habe das nämlich aufgebaut und seitdem habe ich kein Peeling mehr im Bad stehen, weil ich habe noch ein anderes aufgebraucht. Was im nächsten Video sitzt, habe ich auch schon urlang in Verwendung gehabt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche zuerst das auf, bevor ich mir wieder ein anderes ins Badezimmer stelle. Und ja, das ist jetzt leer. Aber ich fand das extrem gut und ich habe Gott sei Dank noch ein Backup. Dann habe ich ein Gesichtswasser aufgebraucht von Lancôme. Das war das Energy de Vivre. Die Serie gibt es leider nicht mehr. Die wurde komplett aufgelassen leider. Und das Gesichtswasser war aber so, so gut. Ich mochte das extrem gerne. Aber ja, gibt es leider nicht mehr. Was ich sehr schade fand. Weil das fand ich wirklich gut. Das ist das erste von Lancôme, was mir gefallen hat. Das habe ich nämlich mal von der Arbeit geschenkt bekommen. Das hat mir meine Abteilungsleitung mal geschenkt. Meine damalige Abteilungsleitung. Jetzt ist hier meine Filialleitung. Die hat mir das damals geschenkt. Und ich war extrem happy, weil sie genau gewusst hat, ich stehe auf sowas. Ja. Aber, wie gesagt, das gibt es leider nicht mehr. Dann habe ich eine Ampulle aufgebraucht. Das war wieder die Rosenwasserampulle. Die gibt es leider jetzt aktuell nicht mehr, was ich ja extrem schade finde. Aber, ja.
Dann habe ich von Terra Natura einen Badezusatz aufgebracht, den ich überhaupt nicht mochte. Das war dieser Kokos-Badeschaum. Fand ich überhaupt nicht gut. Ich habe die mir gleich dreimal gekauft, wenn die um 1 Euro reduziert waren. Ich Opfer. Also es gibt zwar Sachen, die gut sind teilweise von Terra Natura, aber es gibt viele, die nicht so gut sind. Also das muss man so ein bisschen durchprobieren. Und das gehört leider zu denen, die ich nicht so gut fand. Leider. Dann habe ich mein heißgeliebtes Macadamia-Duschgel aufgebraucht, wo ich extrem nachtraue. Und ich glaube, ich habe noch ein paar Backups, aber nicht mehr so viel. Ich glaube, nur noch 2 oder so. Ja, ich liebe dieses Duschgel. Ich finde es extrem traurig, dass sie das nicht nochmal rausbringen. Aber was will man machen? Ja, dann habe ich ein Handdesinfektionsgel aufgebraucht. Das hatte ich in der Arbeit mit. Das war dieses Primark Red Velvet. So sieht das aus. Fand ich extrem gut. Ich glaube, das ist mir auch gekippt. Seht ihr das? Das ist so flüssig. Aber ich habe es ja Gott sei Dank aufgebraucht. Also. Und ich habe noch so viele Handdesinfektionsgel. Also ich brauche mir ewig nichts mehr kaufen. Ich hatte mit dem Gott sei Dank kein Problem, weil ich habe so viele ja bunkert. Dann habe ich noch eine Badebombe aufgebraucht. Goedon heißt die? Oder Goedon? Wie heißt die? Wie sitzt da den Namen? Ich sprich's lieber nicht aus. Ich kann mich auch leider nicht mehr erinnern, wie die war. Weil das extrem lange her ist, wann ich die verwendet habe, leider. Kann ich mich leider nicht mehr daran erinnern. Sorry. Dann habe ich hier noch eine Ampulle aufgebracht, wieder von Cadea Vera. Ich liebe die ja. Und kaufe mir die immer wieder nach. Ich habe jetzt eine Zeit lang auslassen, weil ich noch die anderen aufbrauchen musste, die ich aus einem Adventkalender hatte. Aber sollte mir die mal wieder nachkaufen. Dann habe ich einen Badezusatz leer gemacht, den Kaminknistern. Die knistern sogar wirklich, die fand ich extrem cool. Also ich glaube, die gibt es aber leider nicht mehr. Ich glaube, die habe ich mir reduziert gekauft. Die waren nicht schlecht, aber die gibt es leider nicht mehr. Dann habe ich meine Wattestäbchen aufgebraucht, die ich bei meinem Schminktisch stehen habe. Da habe ich schon ewig keine mehr nachgefüllt. Ich habe das schon ewig da leer stehen, weil ich vergieße immer wieder. Dann habe ich eine Duftprobe aufgebraucht, die lauter Haare drauf hat. So sieht die aus. Das war von Yves Rocher eine Duftprobe. Das sind diese Tücher. Das war das So Elixir Purple. Und ich glaube, den Duft gibt es gar nicht mal mehr. Ich glaube, den habe ich noch. Aber ich glaube, den gibt es nicht mehr. Ja, kann man nicht viel dazu sagen. Ich wollte die Probe einfach nur leer machen. Dann habe ich einen Duft aufgebraucht. Und den habe ich in Originalgröße. Den habe ich mir mal geleistet, weil das war der erste, den ich gut fand. Von Terry Mugler. Das war der Alien, der Extraordinär heißt der. Und da habe ich die Probe aufgebraucht, das mich gerade wundert. Aber ich wollte eben wissen, wie der, glaube ich, ist. Und deshalb habe ich die Probe leer gemacht. Aber der war extrem gut. Das war einer meiner absoluten Lieblinge damals. War es wirklich. Aber gibt es leider nicht mehr. Die haben leider den auflassen. Und die anderen, die gefallen mir alle nicht mehr. Dann habe ich ein Mini-Duschgel aufgebraucht von Caudalie. Das war, glaube ich, das habe ich geschenkt bekommen. Ich wollte das unbedingt leer machen, weil das war eh klein. Ich mag es schon, aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich habe es jetzt schon in groß gehabt und jetzt zweimal in klein. Aber ich würde es mir wirklich nicht nachkaufen, weil ich habe genug Zeug, wie ihr wisst. Dann habe ich einen Tony Moly Sleek Mist Pocket Bunny Spray aufgebaut. Ich habe den verwendet, um meinen Beauty Blender nass zu machen. Ja, fand ich okay. Ich glaube, die Flasche werde ich mir auch aufheben und Wasser reinfüllen und mich damit besprühen, wenn es so heiß ist wie heute. Ich fand den okay, aber jetzt nicht so berauschend. Nicht so, dass ich ihn jetzt unbedingt nochmal haben wollen würde. So wie meinen Pillow Mist von Primavera. Das war ja so teuer und das war bei mir schon gekippt und ich habe es trotzdem noch versucht aufzubrauchen. Ja, ich habe eine Zeit lang das sehr gern verwendet. Ich habe es auch früher auf den aufgebraucht Videos von mir gesehen, aber irgendwie mag ich es nicht mehr, weil ich keinen Lavendel... Ach, nee, ich mag keinen Lavendelduft mehr. Ich habe mich, glaube ich, satt gerochen davon und das heißt was. So, räumen wir mal aus, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe urviele Proben aufgebraucht. Ich habe von Clinique so eine Reinigung aufgebraucht. Das war dieses Puder. Dieses Reinigungsdingspuder. Fand ich gar nicht schlecht, aber ich glaube, das gibt es bei uns im Verkauf nicht. Deswegen frage ich mich, warum das im Adventkalender war. Dann habe ich die BB-Cream wieder aufgebraucht von Yves Rocher, wo ich mir ja noch immer nicht sicher bin, ob es sie noch gibt. Und ich habe letztens schauen vergessen. Ich Dummkopf. Dann habe ich einen Kajalstift aufgebraucht von Makeup Factory. Das war so ein Tester, das war dieser dunkelblaue, also dieser blitzblaue, den ich ja über alles liebe. Ja, auch aufgebraucht. Dann habe ich aufgebraucht eine Make-up-Probe von Yves Rocher, die mir gerade weggeflogen ist. Was soll denn das so? Die sieht so aus. Das fand ich auch gar nicht schlecht, aber ich glaube, ich musste das auch mit einem anderen Make-up mischen. Mit diesen hellen von Rimmel, was ich habe. Aber ja,
Ich habe eh genug Make-up, ich brauche kein Make-up mehr. Dann habe ich eine Augenmaske aufgebraucht von Rival de Loop, die ich schon ewig hatte und die ich unbedingt mal aufbrauchen muss. Ich fand sie auch okay, aber ich komme an Rival de Loop eh nicht dran und Augenmasken brauche ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Deswegen würde ich mir die auch nicht nachkaufen. Dann habe ich noch eine Probeleck gemacht von einem Primer. Da habe ich sogar noch eine. Aber ich habe genug Primer, wie ihr in dem Haul-Video gesehen habt. Deswegen werde ich mir auch das nicht nachkaufen. Dann habe ich einen Nude-Kajal leer gemacht von Love. Das war auch mein letzter von Love, weil Love gibt es ja nicht mehr. Habe ich auch aufgebraucht. Dann eine Seifenprobe, die ich mal von der Vivi geschenkt bekommen habe. Von dieser Dr. Bronner's, was heißen die, glaube ich? Ja, Dr. Bronner's heißt die Marke. Ja, finde ich jetzt, fand ich okay, aber ich konnte halt nicht wirklich viel dazu sagen. Aber ja, es war halt eine Seife. Mehr konnte ich eigentlich nicht sagen. Es ist auch eine Naturshop. Seife, also Naturkosmetik-Seife, so. Dann habe ich ein Make-up wieder aufgebraucht, eine Probe. Das war von dieser koreanischen Marke, wo ich ja jetzt schon öfter eine aufgebraucht habe. Bei der bin ich mir noch immer nicht sicher, wie ich sie finde. Und ich muss wirklich wieder meine Make-up-Proben aufbrauchen. Ich bin ein bisschen schleißig geworden. Ich verwende zurzeit das Make-up und ich bin von dem so begeistert, dass ich nichts anderes dabei verwenden will. Aber ich sollte meine Make-up-Proben wieder wenigstens für die Arbeit verwenden, damit die leer werden. So, dann habe ich eine Reinigung aufgebraucht von Clinique, wo mir der Deckel abgebrochen ist. Ja, das war diese Rinse-Off-Cleansing-Ding. Fand ich gut, aber ich habe genug Reinigungsprodukte. Das war ja mein Adventkalender damals drinnen. Also von letztem Jahr vom Adventkalender war das drinnen. Und ich bin froh, dass ich es aufgebraucht habe. Wirklich. Ich bin echt froh, dass ich es aufgebraucht habe. Dann habe ich noch eine Chanel-Probe leer gemacht. Das Gabrielle, den liebe ich ja. Das ist so ein guter Duft. Aber wie gesagt, ich habe so viel und ich habe auch noch so viele Proben und ich muss das endlich mal alles aufbrauchen. Aber der war extrem gut, der Duft. Drei Sachen noch, dann haben wir es geschafft. Ich habe sehr brav eine Bodylotion aufgebraucht. Und ich muss sagen, ich mochte die. Die war so gut. Das war von Yves Rocher eine feuchtigkeitsspendende Bodylotion mit Aloe Vera. Und ich mochte den Duft so gerne. Ich mochte den Duft extrem gerne und ich bin extrem stolz auf mich, dass ich wieder eine Bodylotion aufgebraucht habe. Also es wird. Es wird. Ich bin auch jetzt sogar am Braver mit dem Eincremen. Ich habe jetzt aktuell die Biotherm in Verwendung, die in dem Tiegel, die gelbe, und die liebe ich. Und da ist schon unten ein Hit the Pen, wenn man das bei einer Creme sagen kann. Da bin ich auch sehr stolz auf mich. Ich muss nur jetzt wieder eine kleine aufbrauchen, damit ich wenigstens eine im Monat leer mache. Das habe ich nämlich vor. Und das werde ich sicher schaffen, weil ich habe jetzt die Gucci Blumen in Verwendung und da brauche ich, glaube ich, nur noch einmal benutzen und dann ist sie leer. Also, ja. Und die fand ich aber extrem, extrem gut. Nur werde ich sie mir nicht nachkaufen, weil ich habe so viel Scheiße und ich weiß auch nicht, ob es sie noch gibt. Aber die fand ich wirklich gut. Puh, dann habe ich zwei Parfums leer gemacht. Ich muss nur kurz auf die Uhr schauen. Zwei Düfte habe ich leer gemacht und ich muss mir wieder angewöhnen, die kleinen Parfums zu verwenden, weil ich habe jetzt schon lange keinen mehr aufgebraucht. Und die zwei sind die letzten, die ich leer gemacht habe. Also ich muss wieder kleine Düfte verwenden. Also kleine Größen verwenden. Den fand ich ein bisschen eigen. Meiner Mama hat den gefallen, wenn ich den oben gehabt habe. Das weiß ich nämlich, das hat sie mir oft gesagt. Das war von Clinique der Aromatics in Black. Sieht so aus. War in einem Adventkalender drinnen von Clinique. Ich würde den mir aber nie nachkaufen. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht. Ich habe den zumindest nie gesehen bis jetzt bei mir und bei Müller. Ich kenne nur den anderen Aromatics und da kotze ich immer halber, wenn ihn jemand sprüht. Aber der war okay. Aber ich würde ihn mir nicht nachkaufen, weil ihr wisst ja, ich habe sowieso genug Parfums. Was ich nachtraue, ist der da. Das war von Essence, dieser Sherry-Duft. Dieser Kirschduft von einer Limited Edition. Und den traue ich extrem hinterher. Weil der war sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ich habe genug Parfums und ich sollte mal wieder die kleinen Größen aufbrauchen. Ich habe jetzt nämlich aktuell den Calvin Klein CK2 in Verwendung. Den habe ich auch heute oben, weil ich den so liebe. Aber irgendwie riecht man den heute nicht. Man riecht nur meine Bodylotion. Vielleicht sprühe ich heute einen anderen auf. Mal schauen. Weil ich habe so viele und ich muss die ernsthaft aufbrauchen. Weil ich habe das so brav durchgezogen mit den kleinen Düfte verwenden. Und jetzt habe ich den Calvin Klein angefangen. Die große und die kleine, weil die kleine habe ich in meiner Handtasche, die größere habe ich zu Hause stehen. Und in der Arbeit habe ich den Body Spray von Victoria's Secret stehen und der braucht sehr lange. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss dazwischen jetzt so ein kleines Parfum aufbrauchen. Nur damit es mir besser geht, damit ich weiß, ich habe wieder einen weniger. Ja, weil so war ich die ganzen letzten zwei Monate extrem brav und habe jedes Mal zwei Parfums aufgebraucht. März, April und Mai. März, April, Mai. Ja. Und im Juni habe ich noch keinen leer. Also, ja.
ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich das so dumm geregelt habe. Aber okay. Ich werde wieder versuchen, die kleineren zu benutzen. Ich kann ja die anderen dazwischen verwenden. Ist zwar vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber ich werde die anderen dazwischen verwenden. Ich muss was aufbrauchen an Düften. Ich habe so viel Zeug und deswegen will ich die unbedingt aufbrauchen. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht so schnell geredet. Ja, ich bin stolz auf mich, dass ich so viel leer gemacht habe. Besonders die Bodylotion und die zwei Parfums. Und ich muss wieder die kleineren Düfte anfangen. Ich muss mir das wieder durchschauen. Ich habe nämlich vor kurzem mir einen Tester mitgenommen, weil ich gefragt habe und ich finde den so geil. Der riecht nämlich so extrem gut an mir. Also zumindest ich empfinde das so. Die Kollegin fand ihn nicht so gut an mir, aber ich wollte ihn unbedingt haben. Vielleicht zeige ich euch den eh in irgendeinem aufgebrauchten Video, aber ich muss mal wieder die kleineren Parfums raussuchen und benutzen. Jetzt war ich so brav die letzten 3 Monate und irgendwie jetzt durch den Juni, weil ich den unbedingt verwenden wollte, habe ich nachgelassen. Aber mal gucken, vielleicht trage ich heute einen anderen Duft. Mal schauen. Ich bin so ein Duft-Junkie geworden in letzter Zeit, was Benutzen betrifft. Also seit ich die letzten 3 Monate so brav aufgebraucht habe, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ich komplett drauf vergessen habe. Aber es wird. Es wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!